In diesem kurzen Movie, ich möchte euch erzählen die wichtigsten Aspekte von den Ernährungsschlägen. Das erste Ding, das euch auffallen würde, ist, meine Rückschwung und Durchschwung ausgeglichen ist. Der Tempo auf der Rückschwung ist genau der gleiche wie auf der Durchschwung. Die Länge auf der Rückschwung ist genauso die gleiche Länge auf der Durchschwung. Dabei bekomme ich eine visuelle Rückmeldung von der Ziel, und das gibt mich die ausgeglichene Tempo, das ich brauche für diesen Schlag. Das Gewicht ist leicht links belastet. Das bringt eine Wirbelsäule Winkel zu dem Becken. Das bringt den niedrigsten Punkt von dem Schlag kurz nach der Ball getroffen ist. Und mit diesem Aspekt wird der Ball sehr viel Backspin geben, beziehungsweise rückwärts drauf, wobei der Ball sehr schnell liegen bleiben würde. Egal welchen langen Schlag das Sie haben, bekommen eine visuelle Rückmeldung mit der Probeschwung, dass die Armschwung sehr ausgeglichen, wie gesagt, gleiche Tempo zurück wie durch, gleiche Länge zurück wie durch. Was zu vermeiden ist, eine kurze Rückschwung und eine lange Durchschwung. Lange Rückschwung und eine kurze Durchschwung. Wir wollen einen ausgeglichenen Rückendurchschwung, ausgeglichenen Tempo. Dabei ist man nicht so Ball und Ziel fixiert. Da seht ihr, wie ich eine geschmeidige Probeschwung bekomme. Und ich wiederhole den Probeschwung mit dem Ball. Dann vermeiden wir einen gesteuerten Schlag, wobei der Ball nicht mitgenommen wird, sondern sehr hart getroffen. Die Handgelenke, sie bleiben weich, weil die Handgelenke reagieren zu der Armschwung. Das wollen wir, weil wir bekommen ein Gefühl, ein einfacheres Gefühl, die Distanz zu dosieren. Entspannte Arme, die hängen von der Schulter. Hüfte, Arme, leicht gelenke Reaktion, Ball wird mitgenommen, der Tempo bleibt konstant, ausgeglichen, rück und durch. Gar keine eckige Tempo, ein geschmeidiger Tempo, Probeschwung, ausgeglichen, gleiche Länge zurück wie durch, die Hüfte bewegen mit der Arm, der Gewicht bleibt links, der Ball wird mitgenommen. So bekommt ihr eine sehr satte Treffmoment und nicht eine harte Treffmoment, wie vielleicht ihr gewohnt seid. Ausgeglichen, entspannte Arme, Handgelenke reagieren, Gewicht vorne, Ball mitgenommen. Jetzt haben wir eine kürzere Annäherungsschlag, kürzere Armschwung, aber nichtsdestotrotz immer ausgeglichen. Nicht schnell und langsam, nicht langsam und schnell. Dies sind die wichtigsten Aspekte für die Annäherungsschläge, dass ihr gut dosieren könnt. Viel Spaß mit den neuen Ansichten.